Im Monat April kann man wirklich einiges aussehen. Lediglich für Pflanzen, die sehr langsam wachsen, wie Auberginen, Chili und Paprika, ist es jetzt zu spät. Es dauert jetzt noch etwa einen Monat, bis unsere Pflanzen ins Freiland dürfen und das ist der perfekte Zeitpunkt, um unsere Gurken auszusehen. Es gibt super viele Gurkensorten und für den Balkon kann ich euch eine Snackgurke empfehlen. Auch verschiedenste Kräuter könnt ihr jetzt im Haus vorziehen und es gibt sogar Kräuter, die ihr direkt ins Freiland aussehen könnt. Dazu gehören unter anderem Bohnenkraut, Liebstöcke, Petersilie oder auch Koriander. Übrigens, die Erbsen dürfen auch direkt ins Freiland ausgesät werden. Anders sieht es bei den Edamamen aus, die würde ich im Haus vorziehen, genauso wie verschiedenste Melonensorten oder auch Mais. Wer noch keinen Salat ausgesät hat, der kann das jetzt auch immer noch machen. Kommen wir zum Wurzelgemüse wie die rote Beete, Radieschen oder Möhren, die auch alle direkt im Freiland ausgesät werden können. Genauso sieht das bei Kohlrabi und Brokkoli aus, ich ziehe sie aber lieber vor. Und jetzt fehlen uns noch die Kürbisgewächse und ich werde dieses Jahr verschiedenste Kürbissorten anbauen und natürlich auch Zucchini.